Aufträge für Solomons Galerie, Colonial Marshall Büro und Sixers Wohnbereiche. Jemand in der Nähe hier? Anscheinend nicht. Wo muss ich lang? Da die Treppe hoch. Okay. Jetzt mach halt nicht so einen Lärm. Sonst wissen gleich wieder alle, dass wir hier sind. Speicherpunkt. Das sind meine Lieblingspunkte. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Es wird nicht so einfach sein, oder? Ist das eine Karte hier? Sie sind hier. Es ist ein... Ja, das... Egal. Einfach Treppe rechts. Hier, oder was? Da geht's nicht durch. Koffer plündern. Da. Ich kann kein Ethanol mitnehmen. Haben wir schon irgendwas gefunden, das wir für das wir Ethanol brauchen in der Herstellung? Rauchgranaten vielleicht. Egal, ich baue einfach mal. Wieso kann ich das nicht bauen? Wieso kann ich das nicht bauen? Ich hab doch alles... So, Molotow-Cocktails haben vielleicht ja mal... Ja, die brauchen Ethanol. Aber vor allem, warum braucht ein Molotow-Cocktail Sensoren? Was ist das für ein Cocktail? Egal. Ist egal. So, Treppe rechts wäre da hinten. Colonial Marshall. Steht da sogar drauf. Dann gucken wir mal kurz, was ist denn hier drüben? Ah, Batterien sind voll. Moment. So. Und zack. Schon wesentlich besser. Noch ist hier ja alles still. Oh Gott, was ist denn das hier wieder für ein Areal? Oder waren wir hier schon mal? So, auf jeden Fall haben wir einen Sensor gefunden. Das ist ja schon mal was. Was liegt denn hier? Ein Ladungspack. Ach, heute ist relativ entspannt hier, oder? Sei jetzt. Wer weiß, was als nächstes wieder passiert. Flupp, bin ich das? Mache ich diese Geräusche? Ich will es hoffen. Hier ist leer. Na gut, dann gehen wir mal zu den Marshalls. ...19 Schuss für den Revolver. Damit kann man so ein bisschen was reißen. Vielleicht nicht unbedingt gegen Syntheten, aber gegen... Oh, Kartenterminal. Benutze ich viel zu selten. Kann gleich mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Das Marshall-Büro ist recht klein oder wir haben nicht die passenden Karten. Aber... Da geht's dann zur Galerie hoch. Fuck the Marshalls. Also bitte, es sehen Kinder zu. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Da ist aber jemand unzufrieden. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Ich glaub nicht dran, aber hallo Leute. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. So, machst du zu? Hinter mir? Wir lassen das offen? Na gut. Kann ich mit irgendwem hier reden? Kann ich zumachen? Nein, ich brauche einen Zugangscode. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Na? Token Black Guy? Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor.
Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit Ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff, die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit Marlow. Den Namen haben wir schon ein paar Mal gehört. Da sind Samuels und Taylor. Komm ich da rein? Warum ist die Tür abgeschlossen? Ich würde gern mit den beiden reden. Na gut, ich speichere. Was? Ihr habt's auch gelesen, ja? Gefahr ist nah. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ich speichere trotzdem ab. Ich habe da keine Hemmung. So. Marlow. Lass mal ein bisschen plündern. Dankeschön. Wo ist Marlow? Wo ist Marlow? Hier ist was offen. Nee, ist es nicht. Ist das ein Flammenwerfer? Ich will einen Flammenwerfer haben. Mit Marlow sprechen. Marlow? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Ladebildschirm, okay. Warum? Oder haben wir jetzt ein Flashback? Kommt jetzt ein Flashback? Spielen wir jetzt vielleicht wen anders? Spielen wir jetzt Marlow, wie er den Flugschreiber findet oder sowas? Das wäre natürlich cool. Noch Leder. Er lädt weiter. Mit schwarzem Bildschirm. Das sind immer die spannendsten. Jack, können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie, Marlow. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich hab leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Alter, wie cool ist denn das jetzt gerade hier? Wo sind wir denn? Ich habe eine Vermutung. So. Also, Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Die Richtungsnadel zeigt auf ihr Ziel. Die zeigt nirgendwo hin. Das ist ja schon ziemlich cool. Ich laufe einfach mal mit den anderen mit. Wir sind jetzt Marlow, ja? Das würde ja Sinn machen. Da hinten müssen wir hin. Wieso soll ich den Scanner halten, wenn die anscheinend ganz genau wissen, wo wir lang müssen? Und mich hier zur Seite drängeln. Lala. Luis, konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Negativ, keine Ahnung, was das ist. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. Das könnte unser größter Fund sein, Marlow. Könnte sein. Wir sind doch jetzt auf dem Weg zu dem Architektenschiff, oder? Wo sie im ersten Film das Nest mit den Eiern gefunden haben. Und damals hieß er ja noch Space Jockey, der Pilot. Inzwischen wissen wir ja, dank Prometheus, dass das ja ein Architekt ist.
Und dass die Aliens so eine Art Biowaffe sind. Schaut sich einer dieser Felsformationen an. Seltsam. Sie sind durch das Klima hier verwittert. Das ist der natürliche Zustand. An diesem Ort ist nichts natürlich. Marlo, die Sprengladung kommt da nicht durch. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Na gut, dann suchen wir mal. Kann ich laufen? Oh Gott, ich kann nicht laufen. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Hier oder wo? Nee, hier. Ich bin da, Haste. Wir können. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn Sie nicht zurückkommen, dann warten Sie eben länger. Patient 0, das wissen wir ja aus der einen Aufzeichnung. Patient 0 war ja eine Frau. Das, also wird es wahrscheinlich die Frau erwischen, die wir dabei haben. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Das ist ja eine interessante, natürliche Formation hier. Richtiger... Wow. Alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Oh, was das hier für Geräusche macht auch. Ich finde das schon cool, auch die Details, dass wir jetzt zum Beispiel unseren Raumanzug anhaben. Da geht es wieder nicht weiter, also muss ich hier lang. Gibt ja eh nur einen Weg, da muss ich ja diesen Scanner nicht die ganze Zeit offen haben. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ja, echt? Was denn? Hier brauchen wir doch wieder Hilfe. Kommen wir so nicht hoch. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten, ich jag das Ding in die Luft. Wie viel Zeit gebe ich mir denn? Zurücktreten. Ja, ich will aber auch das Bumm nicht verpassen. Ah, okay. Ich mache das Bumm selber. Mächtiges Badabum. So. Ich gehe mal weiter. Oh, da leuchtet was. Machen Sie das hier nicht nochmal. Los, gehen. Ach, ihr leuchtet da. Folgen Sie mir. Gut, dann müssen wir jetzt bestimmt hier hoch. Wo war's denn? So, dass ich nicht laufen kann, ist schon so ein bisschen irritierend. Haste, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Immer Haste. Na gut. Ja, ja, ist schon gut. Du musst nicht immer... Jetzt müssen wir wieder... Da ist es. Ach du Scheiße. Das Schiff der Architekten. Jetzt wird's spannend, Leute. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, wenn ihr die Alien-Filme und, also wenigstens die Alien-Filme und Prometheus noch nicht gesehen habt, da kommen definitiv zwischendurch immer mal wieder Spoiler für. Also ich setze das einfach voraus, dass ihr die Filme kennt. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr mit Spoilern keine Probleme habt. Zeitsprung! Ihr dürft ruhig ein bisschen schneller gehen. Alter, ist das cool, wenn wir jetzt in das Raumschiff reingehen. Das dürfte ja so ein absoluter Nostalgietrip sein. Wir werden die Eier werden wir bestimmt finden. Und den Architektenpiloten.
sind ja so die Set-Pieces aus dem ersten Alien-Film. Das kommt bestimmt. Wenn die sich schon die Mühe machen, uns hier zu zeigen, wie die dieses Raumschiff gefunden haben, dann werden die uns auch das Innere zeigen. Die könnten ruhig mal was sagen. Das ist gerade so ein bisschen eintönig hier. Vielleicht wollen sie auch einfach so ein bisschen Spannung aufbauen mit der Stille jetzt. Dass der Marlow aber so überhaupt keine Reaktion gezeigt hat, als er dieses Raumschiff gefunden hat, das fand ich jetzt schon ein bisschen seltsam. Denn offiziell hat die Menschheit ja mit außerirdischen Lebensformen zu diesem Zeitpunkt hier noch keinen Kontakt gehabt. Wenn dann da plötzlich so ein großes Schiff auftaucht, dann sollte man schon denken, Und hinein in die gute Stube. Habe ich eigentlich auch eine Lampe? Ja, habe ich. Die zeigt nur die ganze Zeit auf den Boden. Das ist ein bisschen doof. Was zur Hölle hofft sie hier zu finden, Marlow? Etwas Großes. Gehört Alien vs. Predator eigentlich zum offiziellen Kanon? Nee, kann ja gar nicht. Alien vs. Predator und Prometheus, die widersprechen einander ja. Also entweder ist das eine die Herkunftsgeschichte der Aliens oder das andere. Beides kann nicht stimmen. Weil... Oh, es gibt eine Öffnung. Weil die ja auch völlig andere Geschichten erzählen. In AVP waren es ja die Predators, die das Alien als ultimative Beute auf die Erde und sonst wohin gebracht haben. Da ist er, da ist er! Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Dann wäre das ein Schiff. Haha, ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe! Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Ich will da hoch. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Gianni Sidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlow, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name hier auf dem Flugschirm. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn sie noch hier sind, war es das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Foster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Das ist der Architekt, also beziehungsweise, die sehen nicht wirklich so aus. Das ist eine Art Raumanzug. Die Erde anhat. So was habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Was habt ihr denn da? Lasst mich doch auch mal sehen. Was ist nicht menschlich? Das hier? Wo sind eigentlich die anderen beiden? Naja, die als da hinten, ne? Da latschen sie rum. Aber ich will ja jetzt nicht extra nochmal hinlatschen, weil wir ja auch nicht laufen können und nix. Wir gehen einfach mal weiter gucken. Ich bin mir sicher, wir finden hier gleich auch noch das Nest. Oh, ist das cool, Leute. Das ist gerade so dermaßen cool. Da ist der Lichtfilm. Mix, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Schalten Sie das Notsignal ab. Prometheus 2 ist ja inzwischen auch angekündigt. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Diesmal aber wohl ohne Alien. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlow, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Ich komme. Bin schon auf dem Weg.
kehren Sie zur Seilwinde zurück. Was für eine Eine Seilwinde? Jetzt habe ich irgendwas verpasst, oder? Ich wette, die haben jetzt das Nest gefunden. Das heißt, wir spielen gleich mit Facehugger. Vermute ich mal. Ach, die sind da runter. Oder was? Ist das das, was sie meinten? Von wegen, hier, da steht Nostromo drauf? Ich habe das ja nicht so... Ich kann mich ducken. Ich habe das ja nicht so ganz vom Optischen her verfolgt. Boah, ein bisschen schneller hätten sie das Ganze ja ruhig machen können. Andererseits ist das natürlich auch wieder sehr stimmungsvoll. Hi. Schneiden Sie sich an. So, da steht jetzt Nostromo drauf, ja? Das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Abwärts. Boah, Leute, ich feiere das gerade total. Das ist sowas von cool. Das ist überhaupt kein Vergleich zu Colonial Marines. Wo ich tatsächlich in Erwägung ziehe, einfach nur um euch den absoluten Kontrast in Qualität, da sind die Eier. Um euch den absoluten Kontrast in Qualität zu zeigen, ziehe ich tatsächlich in Erwägung, vielleicht doch mal ein paar Videos zu Colonial Marines zu machen. Aber erstmal Alien Isolation. Richtig cool, richtig, richtig cool. Das eskaliert doch gleich. Was macht die da? Die guckt da nicht wirklich in dieses Ei rein, oder? Und so beginnt es. Oder endet. Je nachdem, wie man das Ganze jetzt interpretiert. Ich muss in der nächsten Aufnahme muss ich mal ein bisschen was dazu erzählen, was Ridley Scott eigentlich mit seinem Film beabsichtigt hat, als er das Alien erschaffen hat, was er da so für Gedanken bei hatte und sonst was. Ist nämlich auch ganz interessant, aber das führt jetzt hier zu weit, weil ich nämlich auch gleich wieder eine Aufnahmepause mache. Ich muss mir das unbedingt fürs nächste Mal aufschreiben. Ihr erinnert mich da nochmal dran, ja? Weil das Alien von Ridley Scott und das, was der James Cameron dann später erschaffen hat für Alien 2, oder Aliens heißt es ja, das sind im Prinzip zwei vollkommen unterschiedliche Kreaturen mit vollkommen unterschiedlichen Biorhythmen. Da war ursprünglich einiges anders geplant und ich hoffe, dieser Ladebildschirm ist gleich fertig, weil ich quatsche hier und quatsche und quatsche und quatsche und irgendwie geht's nicht weiter. Na gut, er muss jetzt ja auch die ganze Station wieder laden, ne? Und, ich muss mehr wissen. Ja. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt ihr was, das sie gebrauchen könnten? Jetzt kriegen wir einen Flammenwerfer, oder? Kriegen wir jetzt einen... Oh, wir kriegen den... Jetzt entscheide dich doch mal. Aber ich speichere jetzt auch gleich ab. Ich mache jetzt gleich Pause. Ich spiele schon wieder eine Stunde, eine knappe. Ich habe leider nicht... Hoffentlich funktioniert das auch. ...so viel Zeit. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Und doch hat ein Flammenwerfer nie ein Alien getötet in irgendeinem der Filme. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm.
Ich werde von hier aus alles überwachen. Sicher. Du gehst überwachen, ich gehe speichern. Und mach dann auch erstmal eine kleine Aufnahmepause, habe ich ja eben schon angekündigt. In der nächsten Aufnahme, eventuell auch in der nächsten Folge, das ist dann hängt davon ab, wie ich das jetzt schneide, machen wir dann mit dem Flammenwerfer Jagd auf das Alien und erfahren vielleicht noch ein bisschen mehr über das Schicksal der Nostromo, der Anesidora und der Sevastopol. Ich hoffe, ihr seid ja wieder mit dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Taylor vielleicht nicht, die sieht nicht so gut aus. Bis dann!